Hallo, liebe Leute, ich grüße euch ganz herzlich zu einer Folge, wo es jetzt um eine Geschichte mal geht. Ja, das hatten wir ja schon öfters, dass ich so Geschichten erzählt habe, ne? Größere und kleinere. Aber es ist so, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht und ich glaube, die gibt es noch nicht. Also glaube ich mal, ich habe sie zumindest nie als Spielfilmthema gesehen oder irgendwie davon gehört. Und die Geschichte, die geht so. Es war einmal ein Mann. Der war unzufrieden mit seinem Leben. Er dachte sich, nein, so kann es doch nicht bleiben und sein. Ich hatte mir doch ganz anderes vorgestellt. Und vielleicht hätte ich auch einen ganz anderen Beruf nehmen sollen, denn ich bin ja Dachdecker von Beruf. Und habe dann natürlich auf meinem Berufsweg und so weiter meine Frau kennengelernt und ich habe ja drei Kinder und ja, aber irgendwie, vielleicht könnte ich einen ganz anderen Beruf ergriffen haben. Wie wäre denn dann das Leben weitergegangen? Solche Gedanken beschäftigten ihn. Er war wohl auch in der berühmten Midlife Crisis. Deswegen wurde das Ganze dadurch auch noch angefeuert von diesem psychologischen Phänomen in der Mitlebenskrise. Nun ja, er ging dann eines Tages sehr betrübt und nachdenklich durch die Stadt und kam an einen Kirmesplatz. Ein seltsamer Kirmesplatz war das. Es gab da den Geruch von verbrennender Buche und zarte Gitarrenklänge, die waren zu hören. Und alles war so sehr mittelalterlich. Und er ging auf diesen Kirmesplatz und er war wirklich sehr mittelalterlich. Alles war sehr unmodern, aber sehr romantisch. Und er kam an ein Zelt und da stand zur Wahrsagerin. Und er dachte sich, Mensch, mit meiner ganz speziellen Problematik, Lebensproblematik, gehe ich da jetzt mal rein in das Zelt. Und da wollen wir mal sehen, was die Dame mir erzählt. Und er ging die Stiegen hinunter und er kam dann zu einer wirklichen Wahrsagerin in einem bunten Gewand. Das war bestickt mit Mond und Sternen und sehr seltsamen Farben, wie aus einem Märchenreich. Und die Wahrsagerin setzte sich dem Mann gegenüber und sagte, was hast du denn? Und er erzählte alles, was ihn bewegte. Und sie sagte, pass mal auf, du kannst etwas von mir haben, das ist aber nicht ganz ungefährlich. Und zwar ist das so, ich kann dir ermöglichen, dass du deine ganze Vergangenheit ändern kannst und nochmal ganz neu anfangen kannst. Was bist du denn von Beruf? Da sagte der Mann, ich bin Dachdecker von Beruf. Sagte die Wahrsagerin, was? Ja, und was wollten Sie eigentlich werden? Da sagte der Mann und es sprudelte aus ihm heraus, ich wäre am liebsten Lokführer geworden. Ach, Lokführer, ich wäre so froh, weil das wäre für mich genau das Richtige. Ich weiß es jetzt, weil ich älter geworden bin, aber ich kann das ja nie mehr rückgängig machen. Doch, sagte die Wahrsagerin, das könnte. Können Sie rückgängig machen, das geht. Und zwar ist das so. Gehen Sie also über den Kirmesplatz jetzt in die rechte Richtung, und zwar da, wo also die Zuckerwatte verkauft. Und dann gehen Sie dann weiter und dann kommen Sie an eine Ecke und da sind so Bäume und so weiter. Und da gibt es einen Automaten, der steht etwas abseits und da steht da drauf, finde dein Glück. Und Sie müssen nur zu dem Automaten gehen und da mal reingucken, da ist so eine Ausformung, da müssen Sie mit der Hand reingehen, das werden Sie sehen. Und da finden Sie tatsächlich ein Smartphone. Man soll es nicht glauben in dieser mittelalterlichen Welt. Und dieses Smartphone ist aber ein Zaubersmartphone. Da werden Sie eine Nummer eingespeichert sehen und die müssen Sie anrufen. Und dann sprechen Sie sich in Ihrer eigenen Kindheit. Das heißt, wenn Sie da diese Nummer drücken, dann sprechen Sie mit sich selber, wo Sie Kind waren, und dann sagen Sie dem Kinde, hör mal, du weißt nicht, wer ich bin, und ich will dir nur was ganz Wichtiges sagen, das sollst du für dein ganzes Leben behalten. Werde Lokführer, du wirst das so schön finden. Und dann sagen Sie dem Kind, das sind Sie ja dann selber, und das ist ja dann ein Anruf in die Vergangenheit, wie toll das ist, Lokführer zu werden. Aber Sie müssen wissen, wenn Sie dann auflegen, dann sind Sie ganz woanders. Sie haben am Ende eine ganz andere Frau, ganz andere Kinder. Sie sind dann Lokführer und haben ganz andere Menschen kennengelernt und so weiter und so fort. Überlegen Sie sich, ob Sie die Nummer wählen oder nicht. Egal, wie Sie sich entscheiden, es ist Ihr Ding. Und der Mann verließ die Wahrsagerin und ging über den Kirmesplatz. Und tatsächlich, er fand diesen Automaten und fand auch das Gerät. Und er frug sich, soll ich anrufen oder nicht? Weil wenn ich anrufe und mich selber spreche und ich sage, Lokführer sollst du werden, dann werde ich wohl Lokführer, weil das Kind, also er selber, das nie vergessen hätte und dann wäre er das auch geworden. Und es ist die Frage, soll der Anruf starten oder nicht?
Und ich will die Geschichte jetzt gar nicht weitererzählen, sondern es ist so, dass ich mir denke, das ist doch cool, wenn ihr mal überlegt, würdet ihr anrufen oder nicht anrufen, wenn euch so etwas quälen würde, dass ihr vielleicht was ganz anderes hättet machen wollen und so weiter. Und das ist eine spannende Frage, aber eins ist klar, wenn man dann anruft, dann ist alles anders. Okay, das ist so ein Fantasy-Input und ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Und was der nächste Film so bringen wird, das weiß man nicht, das wird man sehen. Alles Gute erst einmal. Tschüss.